Hallo, heute habe ich mal ein offen und ehrliches Update bezüglich meines Körpers seit der Schwangerschaft, denn es sind jetzt fast 2 Jahre. Ich bin fast 2 Jahre Mama. Ich bin so abgefahren. Die Zeit ging so schnell rum und natürlich war der Großteil der Veränderung erstmal während der Schwangerschaft, aber dazu gibt es ja schon verschiedene Videos von mir. Da habe ich die Trimester begleitet und das werde ich einfach mal hier in der Infocard verlinken. Jetzt geht es eher darum, wie war das hinterher? Übrigens gibt es auch einen Verlauf der ersten Wochen, was mein Gewicht und meinen Bauch betrifft. Dazu habe ich auch schon Videos gemacht, das werde ich euch auch nochmal hier verlinken. Hier möchte ich jetzt so auf das Komplettpaket eingehen. Vor allen Dingen auch nach 2 Jahren ist man ja wirklich jetzt tatsächlich komplett durch mit dem Thema. Man kann dann nichts mehr auf irgendwas schieben, was jetzt mit der Schwangerschaft zu tun hat, dass ich da noch was festigen muss. Jetzt bin ich tatsächlich selber verantwortlich für alles, was jetzt gerade ist. Ist eigentlich schon viel länger, logisch, aber nun ja. Bevor wir jetzt so richtig ins Thema einsteigen, mir ist nochmal ganz wichtig, dass ihr mich hoffentlich gut genug kennt und wisst, dass ich mit meinen Worten niemals irgendjemand angreifen möchte. Was ich schlimm finde, müssen andere nicht schlimm finden und umgekehrt. Ich bin der Meinung, wir sollten uns alle unterstützen und wenn man merkt, es ist für jemanden etwas ein Thema, dann nicht sagen, ach was, mir geht es viel schlechter, es ist hier kein Wettbewerb, wem es schlechter oder besser geht. Es geht darum, dass wir uns gegenseitig unterstützen und füreinander da sind, weil ich glaube, das ist genau das, was man braucht, egal in welcher Situation man steckt. Ein Miteinander ist immer viel stärker als ein Gegeneinander, bringt uns alle viel weiter. Deswegen auch in den Kommentaren, bitte geht sehr sorgsam miteinander um, weil das hier ist wirklich ein super sensibles Thema mal wieder. Es gibt Alltagsthemen, die kann ich so locker drüber sprechen und dann gibt es so Dinge wie das hier, wo ich mir sage, ich habe kein Problem damit, drüber zu sprechen, aber ich weiß wohl, dass man sich immer Kritik aussetzt. Und ich möchte aber auch sagen, ich bin mega glücklich. Das ist kein schockierendes Video, wo ich jemanden davon abschrecken möchte, Kinder zu kriegen. Nichtsdestotrotz sind auch ein paar Sachen, die nicht so optimal laufen. Aber ich finde es sehr spannend, wie ich da mittlerweile drüber denke, weil ich immer dachte, wenn die Leute so sagen, nach der Schwangerschaft, ach, das stört mich jetzt gar nicht mehr. Jetzt habe ich ein Kind, ich weiß, wofür ich es gemacht habe. Ich bin jetzt so stolz auf mein Kind. Deswegen ist es mir egal, wie XYZ. Klar. Klar, ist okay, red's dir nur schön. Ich bin jetzt einfach mal ehrlich, das dachte ich mir immer, wenn die Leute sowas gesagt haben. Tatsächlich musste ich aber die Erfahrung machen, dass es jetzt so 1, 2 Jahre später, nachdem das ganze Hormongedöns und die krasse Lebensveränderung so gesagt ist, dass ich da wirklich teilweise so drüber denke. Und es freut mich so sehr, weil es für mich auch einen ganz großen Teil mit Selbstliebe zu tun hat und mit Selbstbewusstsein und Zufriedenheit und Entspanntsein. Und das heißt auch nicht, dass man sich gehen lässt oder Sachen einfach hinnimmt, sondern dass man mal realisiert, was wirklich wichtig ist und eine andere Relation zu Dingen bekommt. Beispiel, erste Kategorie, Gewicht. Früher war das für mich ein riesiges Thema, wortwörtlich. Also schon mit 10 Jahren dachte ich, ich sei dick und moppelig, weil ich einfach nicht so super schlank war wie die anderen Mädchen in meiner Klasse. Ich hatte immer so eine 38, immer so eine M, je nach Marke. Also im Durchschnitt, sagen wir mal, bei H&M hatte ich ungefähr eine 38 und M. Und also ich weiß nicht, ob es mit 10 schon so war, aber ich war halt immer im Durchschnitt. Aber die anderen Mädels hatten halt super krasse, mega krasse Figuren, auch jetzt nicht zu dünn, also ich will das jetzt gar nicht werten, worauf ich raus will, dass wir sind alle unterschiedlich und ich wollte so sein wie die anderen und ja, habe mich einfach nicht schön gefühlt. Ich habe mich nicht schön gefühlt, meine ganze Jugend über, bis ins Mitte meiner 20er fand ich mich nicht wirklich schön. YouTube hat dann mit 24 einen großen Teil dazu beigetragen, dass ich mich selber gefunden habe und auch mein Stil gefunden habe und mich wirklich dann in meiner Haut richtig wohlgefühlt habe. Aber das war damals eben nicht so und es war auch ein großer Faktor immer das Gewicht. Ich war auch mal in einer Abnehmkur mit 15 oder sowas. Nicht, dass ich jetzt mega übergewichtig war, wie gesagt, aber es war immer ein großes Thema. Ich habe super viele Diätsachen ausprobiert und ach, ich bin ein emotionaler Esser und es war immer schwierig für mich, weshalb ich auch so oft geweint habe in meinem Leben und gesagt, oh, ich bin so fett, habe ich über mich immer gesagt. Und auch wenn ich andere nie so betrachtet habe mit meiner Figur oder mit mehr Gewicht, ich habe immer mich so gewertet. Und ich glaube, das kennen viele, dass man mit sich selber so viel strenger ist und Dinge sieht, die nicht da sind oder was auch immer. Und so war es bei mir auch. Weshalb ich so froh war, dass ich ich hatte mal so 74 Kilo in meiner Höchstgewichtszeit. Ich bin 1,62 groß und dann habe ich ja durch Kraftsport, ich habe 10 Jahre Kraftsport gemacht und ich habe durch Muskelaufbau ohne Ausdauertraining dauerhaft abgenommen mit
Burger und allem, was ich sonst essen wollte. Ich habe nicht aufs Essen geachtet, ich habe kein Ausdauertraining gemacht, sondern wirklich nur durch Muskelaufbau habe ich meinen Energiebedarf erhöht und aber nicht mehr gegessen. Und dadurch hatte ich damals abgenommen. Über viele Jahre hinweg habe ich abgenommen auf 66, 65 Kilo. Und ich war damals mega happy, viel glücklicher als mal mit 62 Kilo. Aber das geht jetzt zu weit in meine Vergangenheit. Worauf ich raus will, ist, ich hatte Angst vor dem Gewicht, vor der Zunahme. Und ich war dann so froh, dass ich bis kurz vor Ende nur 15 Kilo zugenommen hatte. Und dann schwupps hatte ich in der letzten Woche noch 10 oder 15 Kilo fast drauf mit Wasser. Und auf einmal war, irgendwie bin ich explodiert in den letzten 2, 3 Wochen. Ja, und dann dachte ich, ja gut, geht ja Großteil wieder weg. Dann war das Baby draußen und ich war irgendwie nicht wirklich leichter. Man sagt ja so, irgendwie 12 bis 15 Kilo sind dann direkt weg. War bei mir irgendwie nicht so, es waren irgendwie nur so 5, 6 Kilo. Und dann ein paar Wochen später waren es dann nochmal ein bisschen weniger. Und dann war es ein Monat nach der Geburt, war ich bei 10 Kilo mehr als vorher. Und das habe ich ein Jahr lang gehalten und jetzt, 2 Jahre später, bin ich bei 8 Kilo mehr als vorher. Das heißt, ich wiege jetzt ungefähr so 76 Kilo, weil ich hatte am Ende 68 und jetzt habe ich 76, falls ich es gerade falsch gesagt habe. Ja, und ich hätte gedacht, dass das für mich ultra schlimm ist, aber tatsächlich finde ich mich jetzt nicht dick. Ich finde das Einzige, was mich stört, wo ich aber auch weiß, ich könnte was dafür tun, mache ich aber nicht. Also ich mache ja auch nichts, um abzunehmen. Ich mache keinen Sport. Fitnessstudios war ja jetzt alles kein Thema und ich bin halt irgendwie kein so anderer Sportler. Ich mache zwar Yoga mal so alle 2 Wochen, ein bisschen Yoga, eine halbe Stunde mal das, einfach nur zum gut Wohlfühlen. Und es ist so schön, dass ich das mittlerweile einfach nur aus den Gründen mache. Aber zum Abnehmen, in dem Sinn, mache ich gerade nichts. Und für das bin ich echt zufrieden. Und ich weiß, wenn ich ein bisschen wieder was mache, dann kann ich auch meiner Problemzone wieder entgegentreten, denn mein Bauch hängt einfach immer noch raus. Also man meint immer noch, ich bin ein bisschen schwanger. Ich versuche das halt zu kaschieren, weil ich möchte es jetzt auch nicht mit Absicht betonen, weil ich nicht gefragt werden möchte, ob ich schwanger bin, denn ich habe einfach einen Bauch nach vorne. Also wenn man mich von vorne betrachtet, sehe ich nicht schwanger aus. Ich bin dann immer noch gleich. Ich dachte, ich werde vielleicht ein bisschen breiter, bekomme ein bisschen Hüfte, weil ich eine sehr schmale Taille habe, finde ich, für meine Statur. Aber nun ja, meine Hüfte ist sehr schmal. Meine Taille ist eben nicht schmal, in der Breite schon, aber nach vorne geht's raus. Und ich denke, das liegt einfach daran, dass meine Bauchmuskeln null trainiert sind. Ich habe einen krassen Unterrücken vom überm Bettchen hängen und so ein Kind hochheben, aber mein Bauch ist halt null trainiert. Und wenn ich den wieder ein bisschen trainiere, kann ich das wieder straffen. Allerdings hatte ich damit schon immer ein Problem, also ich hatte schon immer eher einen Bauch nach vorne raus. Und wenn ich, wo ich viel trainiert habe und Bauchmuskel trainiert habe, war das auch wesentlich besser. Da hat es alles besser drin gehalten. Aber es ist auch viel Speck drauf. Also da habe ich am meisten mit angesetzt. Und das stört mich schon ein bisschen, weil ich einfach zum Beispiel so High-Waist-Hosen mit T-Shirt drin nicht anziehen kann. Also das betont mich wie so ein Ei. Deswegen habe ich meistens meine Sachen eher lockerlässig drüber hängen. Und dann finde ich, fühle ich mich einfach am wohlsten. Und ich sehe jetzt aber keine Dringlichkeit, was zu tun. Vielleicht so in 1, 2 Jahren. Ich wünsche mir vor meinem 40. Geburtstag wieder ein bisschen mehr in Shape zu sein, wie man so schön sagt. Aber ansonsten bin ich da echt entspannt damit. Machen wir weiter mit dem Thema Brüste. Da hatte ich ja auch große Angst davor. Und was soll ich sagen? Sie sind jetzt nicht großartig anders als vorher. Also ich habe ja sehr große Brüste. Das wirkt auch wieder nicht so, weil ich gute BHs anhabe, die das irgendwie der Figur anpassen. Ich finde, das wirkt doch alles stimmig so mit meinem gesamten Körper, weshalb die nicht so gigantisch wirken. Aber ich habe eine sehr große Körbchengröße, weshalb ich auch nicht überall BHs bekomme. Ihr könnt es euch schon so vorstellen. Und ich dachte mir, oh Gott, die werden bestimmt hängen oder nochmal mehr Schwangerschaftsstreifen kriegen, weil mit 12 habe ich richtig viele Schwangerschaftsstreifen hier gekriegt, weil die so schnell gewachsen sind damals. Und also sie sind jetzt vielleicht, sagen wir mal, 1 Zentimeter tiefer als vorher, jetzt nicht mega krass und ich bin da auch so froh drüber, bin wirklich dankbar. Genauso auch, was das Thema Haut betrifft. Da bin ich auch ultra dankbar. Ich bin meinem Körper so dankbar. Diese Dankbarkeit und Liebe für meinen Körper habe ich erst so ein Jahr nach der Schwangerschaft begreifen können. Am Anfang war das für mich alles so krass und oh, was ich alles hergeben musste mit meinem Alltag, mit meinem Körper. Das war einfach so einfach. Es hat mich überwältigt. Ich war zwischen, ich bin dankbar, dass ich meinen Sohn habe und ich will wieder mein Ich von vorher und alles zusammen, war ich so durch den Wind, dass ich das nicht auf die Reihe gekriegt habe. Aber ich sage mal so, nach ein Jahr nach der Geburt habe ich erstmal begriffen, was ich für ein Glück habe mit meinem Körper. Also meine Haut am Bauch ist genau wie vorher wieder. Das ist wieder alles, also ich hatte nie den ultra krass straffen Bauch, aber es ist eben genauso wieder wie vorher und ich habe
dankbarerweise keine Schwangerschaftsstreifen bekommen und nichts. Und ich habe mich auch nicht großartig eingecremt. Ich habe einfach so, so, so Glück mit meinen Genen und weiß ich, was es war. Ich habe mich ja auch nicht besonders gesund ernährt oder irgendwas gemacht. Ich habe einfach Glück, dass es aussieht wie vorher, nur mit mehr Gewicht. Und was ich aber gemerkt habe, ist, dass mir der Schlafmangel sehr, sehr zugesetzt hat, jetzt nach 2 Jahren, weil wir schlafen immer noch nicht durch. Ich habe jetzt in 2 Jahren vielleicht 5 Nächte durchgeschlafen, also wenn Luca durchgeschlafen hat. Das bedeutet von 8 Uhr bis morgens, irgendwann zwischen 5 und 6. Das hatten wir jetzt so 5 Mal in 2 Jahren. Ansonsten kommt er halt mindestens einmal und will was trinken oder muss irgendwie beruhigt halt werden, weil er irgendwie einen Albtraum hatte oder was auch immer. Und er schläft ja schon, seit er 5 Monate alt ist, im eigenen Zimmer. Das bedeutet, ich muss mindestens einmal die Nacht aufstehen, manchmal auch 2-mal. Während den Zähnen war es auch bis zu 5 oder 6-mal nachts. Und das macht mir extrem zu schaffen. Also ich merke, wie sehr meine Haut gealtert ist in dieser kurzen Zeit. Sie ist viel, viel strukturierter geworden, als sie es noch war vor 2 Jahren. Also mit 33 war meine Haut echt so, wow, wie mit 20. Das war richtig krass. Auch da wieder mega Glück, tolle Gene. Ich habe auch da nicht großartig was gemacht, außer mein Gesicht einzucremen und mich selten zu schminken und wenig Produkt zu benutzen. Aber das hat sich auch jetzt geändert halt. Ich hoffe, dass es besser wird, wenn ich wieder mehr Schlaf bekomme. Ich creme meine Haut halt ein, aber es ist echt, es hat einen krassen Sprung gemacht. Also ich habe mich auch schon bei Bekannten gefragt, also was heißt Bekannte, auch zum Beispiel Arbeitskollegen oder so, die ich kannte vor Kind und nach Kind, so 1-2 Jahre später wieder getroffen nach der Elternzeit und ich dachte mir, irgendwie bist du älter geworden. Hab's nicht gesagt, ist ja auch gemein, aber jetzt weiß ich warum. Ach so, ja, fast vergessen. Ich habe vor kurzem auch einen Post gemacht auf Instagram dazu. Da teile ich übrigens auch so Inspirationen von unserem Alltag, also Gedanken von mir und Spielideen für Luca, Beschäftigungsideen für Motorik und Sensorik. Also falls ihr das nicht verpassen möchtet, könnt ihr mir gerne folgen. Da heiße ich genauso wie hier typisch Sissy. Jedenfalls, was ich da auch geteilt habe, war meine Gedanken zum Thema Hornhaut. Die hatte ich nämlich eigentlich nie in meinem Leben, weil ich immer ein Socken- und Schuhträger war oder zumindest Sandalen. Also ich habe an meinen Füßen eigentlich nie Hornhaut groß gehabt und geschweige denn irgendwo anders. Und mit Kind verbringe ich einfach so viel Zeit auf dem Boden, sogar so viel Zeit, dass ich gerade freiwillig wieder zusätzlich auf dem Boden sitze, immerhin auf so einem Yoga-Puff. Jedenfalls habe ich an meinen Füßen und an meinem Knie Hornhaut und das nicht gerade unauffällig, sage ich mal. Ich wurde darauf auch schon häufiger angesprochen, weil wenn man halt das nicht kennt und nicht seit Jahren auf dem Boden rumrutscht den ganzen Tag, hat man das halt eben nicht. Und da fragt man sich, was ist denn da passiert? Was machst du für eine außergewöhnliche Sportart, dass du da Hornhaut bekommst? Also ich habe am Knöchel außen und am Fußrücken oben und an den Knien halt Hornhaut. Aber ich weiß auch da, dass wenn ich mal 1-2 Jahre nicht mehr auf dem Boden täglich Zeit verbringe und die Stellen eincreme, dass es besser wird. Also ich merke auch jetzt, wenn ich es eincreme, aber ich creme mich halt so gut wie nie ein. Deswegen, ja, ich könnte was tun, aber es ist mir nicht schlimm genug, dass ich da jetzt unbedingt was tun muss. Vielleicht im Sommer, aber jetzt im Winter war es mir relativ egal. Ein Faktor, der auch wieder mit dem Schlafmangel zu tun hat, ist übrigens auch noch, das gliedere ich jetzt auch in das Thema Körper ein, mein Gedächtnis, also mein Gehirn, gehört ja auch zu meinem Körper. Und da habe ich eine deutliche Verbesserung gemerkt im Vergleich zu während der Schwangerschaft und den ersten Monaten. Da hatte ich ja wirklich ein völliges Siebhirn. Da habe ich manchmal sogar auch einfach Wörter durcheinander gebracht. Zum Glück innerhalb derselben Kategorie. Da hat es passieren können, dass ich zu Sessel Stuhl sage und so weiter. Es war richtig abgefahren. Jetzt ist es so, dass ich so langsam wieder mir Dinge besser merken kann. Also ich konnte mir immer super gut Dinge merken, sehr schnell Texte auswendig lernen, Dinge auswendig lernen. Und ich habe mir auch meistens meinen gesamten Planer, also die Woche über, hatte ich noch zusätzlich im Kopf. Ich musste mir nie Erinnerungen am Handy machen, weil ich alle meine Termine wusste, zumindest grob. Und dann konnte ich nochmal die Uhrzeit nachgucken und das ist halt einfach nicht mehr da. Aber ich würde sagen, es ist jetzt wieder zu 50% da oder zu 60% und damit bin ich absolut schon zufrieden. Es ist nicht mehr so abgefahren krass wie vorher. Also ich bin echt froh, dass es wieder besser wird, auch wenn es nicht mehr genauso ist wie vorher. Ich denke, es liegt einfach noch immer am Schlafmangel. Wenn ich mal wieder meine Nächte habe und normal meine 6 bis 8 Stunden schlafen darf, dann wird es mit Sicherheit, denke ich, auch das sich wieder so ein bisschen steigern. Natürlich hat sich außerhalb meines Körpers auch super viel verändert. Zum einen mein gesamtes Leben, aber auch meine Motivation, Wünsche, Einstellungen und Zukunftspläne. Und ich habe mir überlegt, ob ich da vielleicht auch noch einen Teil 2 dazu drehen soll. Das
bedeutet, was sich noch in diesen Bereichen bei mir verändert hat. Wenn euch das Ganze interessiert, dann schreibt es gerne in die Kommentare und vielleicht auch, wenn ihr Fragen dazu habt, wenn euch Dinge beschäftigen, eben vor der Schwangerschaft, nach der Schwangerschaft, was hat sich verändert, dann schreibt sehr gerne mal in die Kommentare und ansonsten werde ich euch hier mal meine Mama-Playliste verlinken. Da findet ihr eben alles rund um das Thema Schwangerschaft und danach. Und hier unten könnt ihr gerne mal auf meinem Kanal vorbeischauen für weitere Tipps zum Thema Wohlfühlen. Und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!